Radfahren liegt im Trend. Mit Corona hat Radwandern, Radfahren noch zugenommen. Die Stadt Frankenberg hat nun ein Service-Center an der Ewer-Uferstraße für Radfahrer eingerichtet. Alle Fahrradwege, die hier zu bündeln sind, hierher bekommen wollen. Das war ja das erklärte Ziel, was wir hatten, um einerseits natürlich die Innenstadt zu stärken, also dass die Durchfahrenden von Ost nach West oder von West nach Ost oder auch von Nord nach Süd, oder von Süd nach Nord, dann will ich das jetzt auch noch sagen, von wo auch immer, dann hier einen Punkt haben, wo sie auch mal Pause machen können, wo sie die Gastronomie genießen können. So dass wir dieses als ein langfristiges Projekt hatten. Und heute können wir nun auch natürlich diese Fahrradwege vorstellen. Ich glaube, da gehen wir gleich einmal hin, dass wir die einzelnen Fahrradwege explizit nennen können. Damit sind wir wieder ein Stück weitergekommen, natürlich einerseits Attraktivierung der Innenstadt, der Bereich für den Fremdenverkehr, deshalb ist auch die Frau Ritter ja heute Morgen mit dabei, denn der Bereich interessiert uns natürlich auch und wir sind dann auch froh, wir machen ja auch Förderung, nennen hier vorne nur einmal, weil das Café Adrana schon genannt wurde und auch nebenan das Hotel Pension, was dort aufgemacht worden ist, also wo auch Menschen in Frankenberg einfach mal eine Rast machen, dass man sagt, komm, ich fahre einen Fahrradweg, die teilweise doch lange Entfernungen haben. Eine ist mit 171 Kilometern, einer mit 210 Kilometern. Das heißt, das fährt man nicht an einem Tag, sodass wir die Möglichkeit haben, hier als Stadt Frankenberg denen anzubieten. Bleibt in Frankenberg, bleibt eine Nacht hier, ruht euch aus, genießt unsere Eder, geht mal spazieren, schaut euch alles an. Das ist so dieses Thema, was insgesamt dahinter steckt. Deshalb diese Mobilitätsstation, die wir immer Zug um Zug natürlich eingeweiht haben. Einerseits haben wir hinter dieser Ladestation haben wir die Möglichkeit, dass man auch ein Fahrrad mal reparieren kann. Ich habe schon viele Menschen gesehen, die einfach sich da vorstellen und schon mal gucken, was ist da für Werkzeug. Ich finde das schon mal interessant. Habe noch keinen reparieren sehen, aber es sind schon Menschen dabei. Und dann natürlich hier die Möglichkeit auch, dass man im geschlossenen Raum seinen Akku ablegen kann, dass der nicht abhanden kommt und dass man dann seinen Akku aufladen kann. Also das finde ich gut und gerade wer ein E-Bike hat, weiß, wenn ich einen Akku rausmache, spare ich mir da etwas an Gewicht und dann ist das natürlich auch von Vorteil dabei, dass wir das insgesamt haben. Hier haben wir natürlich diese Mobilitätsstation im Zentrum der Stadt am Eder-Uferpark, nahe natürlich auch, wenn jemand mit dem Auto anreisen möchte, hier in einen Fahrradweg einsteigen möchte, kann das Auto dort stehen lassen, das ist kostenfrei. All das sind ja solche Aspekte, die in einem Gesamtkonzept bewertet werden müssen, um zu sagen, Frankenberg ist attraktiv, Frankenberg ist anziehend, wir wollen etwas tun für die Menschen, die wir dort einfach haben. Es soll ja auch Lust aufs Fahrradfahren machen. Also Stehzeuge brauchen wir da nicht, dann zeige ich da ruhig mal hin, sondern Fahrräder sind Fahrräder, die auch gefahren werden wollen, sodass das eine wirklich gute Sache ist dabei. Und natürlich die Fahrradtouren, die sollen Lust machen. Ja, wo will ich mal hinfahren, was kann ich machen? Also nicht nur die Durchreisenden, sondern auch die Frankenberger können sich das anschauen, weil man sieht alles drauf, das Höhenprofil sieht man. Kann ich mit einem normalen Fahrrad fahren, bin ich nicht zu sportlich, bin ich mit dem E-Bike fahren. All das sehe ich schon dabei. Auf den ersten Blick kann ich auch von hier aus orientieren und kann die Wege machen. Und die 6 Tafeln, die sind mir ganz wichtig, deshalb will ich es auch anschauen. Aber die Frau Bergen-Kopf, alles heiratet bei uns. Da will ich das einfach mal sagen und ich muss mich immer an neue Namen nennen. Andere trennen sich, müssen sich wieder an neue Namen gewöhnen, all das. Aber schön, schön. Bergen-Kopf, frisch verheiratet. Also einmal haben wir den Eder Radweg, 171 Kilometer vom Rothaar, ich kann Ihnen das aber geben, bis an die Fulda. Lahn-Eder Radweg, hier in Frankenberg wird er gestartet. Verbindung zwischen Lahntal und dem Edertal. Ohm-Eder Radweg, 42 Kilometer lang, den wir dort haben, der durchs Woratal führt. Und dann die längste ist die Georadroute Ruhr-Eder, 210 Kilometer durch den Geopark Grenzwelten und der verbindet halt Sauerland und Waldecker Land und kommt hier durch Frankenberg.
Und dann die Radfernwege natürlich, die für uns auch ganz wichtig sind, R6 und R8, die natürlich eine überregionale Bedeutung noch einmal haben und noch mal um einiges länger sind als die 210 Kilometer, die wir dort haben. Also das heißt, hier können wir stolz drauf sein, was geleistet worden ist, sage ich Ihnen, ganz speziell, weil Sie die Arbeit gemacht haben, das Fahrradwegekonzept, und Sie dürfen auch gerne noch mehr dazu sagen, weil da stecken Sie intensiv drin. Weil wir haben da noch so ein paar Specials mit QR-Codes und so, das können wir vielleicht am besten in der Tafel selber mal zeigen. Was uns wichtig war, ist jetzt nicht nur für die Touristen praktisch die Tafeln zu machen, sondern vielleicht auch für einen Frankenberger, der vielleicht gar nicht weiß, was hier für Radwege. Man hat immer diese tollen Schilder hier von Hessenmobil, wo ganz viele Zusatzschilder dabei sind, aber es ist teilweise den Leuten gar nicht klar, was für tolle Radwege, Kurzstrecken hier sind, wie da oben Eder-Lahn-Eder, die wirklich, sag ich mal, eher regional sind, oder halt die Radfernwege, die diese überregionale Bedeutung, wie der Herr Hess schon gesagt hat, haben, und vielleicht da auch die Anreize für die Bevölkerung hier geben, hier vielleicht auch den Start zu suchen und mal entweder eine Rundtour auf der Georadroute zu machen oder halt eine längere Reise durch ganz Hessen über die Radfernwege. Genau, ansonsten würde ich eigentlich tatsächlich mal vielleicht rübergehen. An dem Eder-Radweg, der jetzt, sag ich mal, so der bekannteste ist, wichtig war uns halt dabei immer, wie der Hess auch schon gesagt hat, einen Überblick über die Gesamtstrecke zu haben und auch so ein Höhenprofil, dass auch einfach auf den ersten Blick klar ist, okay, das ist vielleicht für Familien machbar, also zum Eder-Radweg zum Beispiel. Das ist halt ein wirklich sehr familienfreundlicher Radweg auch, weil der halt, wenn man von hier anfängt, von Frankenberg, und wenn man Richtung Mündung, Edermündung fährt, man wirklich eigentlich fast nur bergab fährt. Und sozusagen der Eder-Radweg auch hier ein Radweg ist und ausgezeichnet wurde von der ADFC und auch wirklich sehr gut für Familien und für Fahrer ohne viel Anstrengung zu befahren ist. Sogenannte Tippfelder konzipiert, einfach um noch mal so ein bisschen die Region ein bisschen weiter zu streuen, zumal der Oben-Eder-Radweg durch die Kürze halt jetzt nicht so viele unmittelbare Highlights hat, aber wenn man, sag ich mal, ein bisschen links und rechts vom Radweg schaut, dann doch einiges zu entdecken ist, ja. Kann man sich auf den mit den QR-Codes direkt zu den Routen klicken oder einwählen, und dann sieht man auch, ob da vielleicht eine Sperrung ist oder irgendeine Umleitung.